Ihr seid die Verkörperung von Mut und Leidenschaft, Mitgefühl, Toleranz und Güte. Ihr seid hier, weil ihr nicht mehr zuschauen wollt oder könnt. Weil ihr etwas fühlt, das euch empört, bewegt und nicht mehr ruhig schlafen lässt. Ihr beweist, dass sich nicht jeder Mensch von Egoismus und Habgier leiten lässt. Ihr seid die Hoffnung, der Lichtstrahl, der zwischen den Wolken hervorbricht, die Wärme, die den Boden unserer Gesellschaft wieder zum Erblühen bringen kann. Ich weiß, wie schwer es ist, gegen die eigene Angst, die Bequemlichkeit, die Vorurteile hierher zu kommen, gegen das Lampenfieber und die Aufregung, die Stimme zu erheben, die zweifelnden Blicke zu ertragen und trotzdem weiterzusprechen, in erwartungsvolle Augen zu schauen und selbst unsicher zu sein, fragenden Zuhörern nicht immer eine Antwort liefern zu können. Ihr seid nicht weniger ängstlich als jeder andere da draußen. Nein, ihr habt vermutlich mehr Angst als die Untätigen. Angst, die aus der Erkenntnis erwächst, aus dem Verständnis der Geopolitik, Lobbyismus, Korruption und der Gefahr des Krieges. Diese Angst kann manchmal sehr schwer zu ertragen sein. Aber, und das macht euch so stark und bewundernswert, ihr habt auch Mut, Kraft und Leidenschaft. So viel, dass ihr trotz dieser Sorgen, trotz der Belastung nicht wegschaut. Euer Mut ist so stark, dass er in der Lage ist, diese Angst zu überwinden und aktiv zu werden. Egal, welche Themen jeder von uns als Hauptthema ausgesucht hat, lasst uns diese Themen friedlich, mit Toleranz und als Vorbild den anderen vorleben. Denn diejenigen, die glauben, eines Tages die Welt ändern zu können, die werden es wohl eines Tages auch tun. Jeder Einzelne und damit wir alle können die Änderung sein, die wir uns wünschen für diese Welt. Also ich bin die Alexandra und ich verfolge die Mahnwachen, seitdem sie begonnen haben. Wann war das, im März oder April? Auf YouTube ständig. Ich war nämlich in Los Angeles und habe dort ein Forschungspraktikum gemacht im Ausland und war dann das erste Mal alleine, so richtig alleine unterwegs und habe dann angefangen auch ziemlich viel zu lesen, mich zu informieren und war auch mit der Berichterstattung der Ukraine-Krise überhaupt nicht einverstanden und habe regelmäßig den Kanal von CanFM gehört und Compact News gelesen, also mal die anderen Medien, und bin dann halt dadurch auch auf die Mahnwachen gestoßen und fand das eine super Initiative. Und ich bin jetzt gerade vor 3 Wochen aus Los Angeles zurückgekommen, war dann noch in Portugal und bin jetzt seit gestern in Berlin angekommen. Ich bin extra sofort nach Berlin gereist, damit ich auch heute die Mahnwache noch mitmachen kann. Jetzt bin ich gerade angekommen, vor einer Sekunde, und werde direkt gefragt, ja, komm dann mal hoch und stell dich vor. Ja, also ich finde das auf jeden Fall eine klasse Initiative, bin auch selbst die ganze Zeit eifrig am Lesen und mich noch selbst am Informieren, weil ich habe zwar das Gefühl, hier läuft gewaltig was schief, aber kann mir selber noch, ich kann jetzt nicht mich hier hinstellen und Rede halten, was genau alles falsch läuft. Bin also gerade noch dabei, mich zu bilden, und finde es aber toll, dass das so eine Tradition jetzt eingeführt wurde, dass jeden Montag die Leute sich treffen, um sich zu unterhalten, weil das gehört schließlich zu einer Demokratie dazu, dass die Leute sich erstmal bilden, bevor sie wählen gehen, ja. Und ich hoffe auch, dass hier ganz tolle Initiativen draus entstehen, also wirklich auch was gemacht wird. Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man sich zusammentut und neue Sachen sich überlegt, neue Sachen, wie können wir uns verändern, wie können wir unser Verhalten verändern und uns erstmal anders verhalten, weil man kann nicht mit Druck irgendwas fordern, wir verlangen jetzt dies und das, dass das aufhört sofort, wenn das Bewusstsein der Menschen noch nicht da ist. Deshalb, das Bewusstsein muss erstmal wachsen, dafür sind hier die Mahnwachen eine super Initiative, und dann kann man sich zusammentun, die Leute, bei denen das Bewusstsein schon da ist, die können sich dann zusammentun und neue Lösungen überlegen. Ja? Ja, wir wollen ja auch eine Arbeitsplatzbeschreibung und Urlaubsregelung und eben Fortbildung und Übergangsgeld. Das brauchen wir alles für den neuen Beruf Familienmanagement.
Und heute wollen wir Urkunden ausgeben. Sie können gerne mithelfen. Ich habe ein paar Stifte. Und Sie selber schreiben dann einfach sich als zweiten Vorsitzenden von der Familienkammer. Ja? Die Familienkammer müssen wir ja gemeinsam etablieren. Wir kommen ja noch nicht in die Presse, da ist es ziemlich schwer, ja? Ganz schön schwierig, sowas zu etablieren. Es sind 10 Millionen Familien, die in Deutschland 15 Millionen Kinder großziehen und die haben keine ordentliche Vertretung nach Grundgesetz Artikel 9. Demokratierechte für Eltern sind immer noch nicht erfüllt. Es wird natürlich passieren, dass wir Fehler machen. Das ist so umfassend, dieses ganze Problem, in dem wir hier drin stecken, dass man nicht sofort irgendwo einen Durchblick komplett haben kann. Es wird zu Fehlern kommen, wenn ihr sowas hört. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, Einwände, selber eine Rede halten, überhaupt kein Problem. So, das Problem ist nur, wenn wir nichts machen, dann landen wir automatisch in einer faschistischen EU-Diktatur. Und im Endeffekt fehlt da nicht mal mehr was. Wir müssen nur mal nach hinten gucken, da war nämlich der Eingang. Richtig, eben, habe ich gerade gesagt. So, ich möchte heute den Anfang machen und euch mal so ein bisschen zum Mitdenken animieren. Ich mache keine Lösungsvorschläge, weil wenn man eine Lösung finden möchte, muss man eins erstmal haben, einen Ausgangspunkt. Wir müssen erstmal wissen, in was für einer Situation befinden wir uns hier. Gebt einfach mal in irgendeinem Routenplaner nur ein Ziel ein. Wenn ihr keinen Anfang habt, dann wird der euch blöd angucken und fragen, was wollt ihr? Und genau das gleiche Problem haben wir hier auch. Wir brauchen erstmal unseren Startpunkt. Wo sind wir? Was sind wir? Darum, ob ich mich selber führe oder ob ich von Verführern lieber geführt werde. Das ist ein sehr komplexes Thema. Wenn ihr euch das Brandenburger Tor, worauf ihr schaut, anschaut, dann seht ihr ganz oben Symbole von Kampf. Diese Symbole von Kampf sind Symbole von alten Göttern. Und diese alten Götter haben irgendwann mal ganz Europa regiert. Heute sind es Nationalstaaten. Und es gibt viele Menschen, die sich nicht vorstellen können, überhaupt nicht vorstellen können, dass Nationalstaaten nicht mehr die richtigen Gebilde sind, um Menschen zu führen. Und davon handelt heute mein Thema. Und ich beginne von klein auf. Wenn die Kinder 3 Jahre alt sind, ich mache jetzt einfach einen Sprung, wenn die Kinder 3 Jahre alt sind, dann kennen die eigentlich nur Mama, Papa, Onkel, Tante, Bruder, Schwester und so weiter. Und dann kommen die schlagartig in eine Institution, die heißt Kindergarten. Und in dieser Institution fängt die Fremdsteuerung von uns Menschen, die fängt da an. Die Indoktrinierung davon, was Nationalstaaten in Menschen gerne sehen wollen, das fängt dort an. Da beginnt die Bindung an kampforientierte Spiele. Und was aber viel wichtiger ist, und wenn einige von euch mich kennen und meine allererste Rede in Berlin gehört haben, dann bringe ich jetzt eine Brücke zu meiner allerersten Rede. Die handelte hauptsächlich von staatlicher Gewalt, der sogenannten strukturellen Gewalt. Und diese strukturelle Gewalt fängt an, ganz unmerklich, in den Kindern zu wachsen, als Verhaltensweisen, als Haltungen für das Verhalten, um angepasst zu sein an die Gesellschaft. Den Eltern fällt das meistens gar nicht mehr auf. Warum? Weil die sind schon extremst angepasst. Und diese Kinder müssen sich anpassen. Ich mache das ganz platt, weil ich nur eine halbe Stunde habe. Ich kann wirklich kein richtiges Referat darüber halten, weil ich müsste normalerweise 3 Stunden darüber reden, damit ihr das wirklich richtig versteht. Diese Kinder, die müssen sich nicht nur an wettbewerbsorientierte Spiele und an die strukturelle Gewalt anpassen, sondern sie müssen sich auch daran anpassen, dass ihr emotionales Bewusstsein, das sie mit 3 Jahren haben, dass das keine Eigenständigkeit, keine Eigensouveränität entwickeln darf. Sie müssen sich anpassen an das, was Mama und Papa macht. Es ist völlig egal, ob ich dieses Anpassen in Nordkorea mache, wo eine extreme Diktatur herrscht, oder in Deutschland, wo es angeblich eine total weiche, seichte Demokratie gibt. Sie müssen sich anpassen an die Verhaltensweisen und an die Strukturen, die Mama und Papa für das Richtige halten. Und das ist der Kindergarten und die Regeln des Kindergartens, weil Mama und Papa mit den Regeln der strukturellen Gewalt
Gewalt konfrontiert werden. Sie müssen nämlich arbeiten. Sie dürfen sich selbst nicht souveränisieren. Sie dürfen sich selbst nicht in den Vordergrund bringen. Sie dürfen selbst nicht das tun, was Sie als dreijähriges Kind vielleicht auch schon gespürt und gefühlt haben. Das dürfen Sie da auch nicht tun. Und deswegen unterdrücken Sie im Grunde genommen die Emotionen der Kinder durch Anpassungsmechanismen und Sie nehmen eine ersatzbefriedigende Bewältigungsstrategie in die Hand und sagen, ich muss auch arbeiten oder ich muss auch Pflichten machen oder ich muss auch dies und jenes machen. Das ist eine ersatzbefriedigende Strategie, weil die Hauptstrategie wäre eigentlich Eigensouveränität. Jedes Lebewesen, das auf die Erde kommt, kommt auf die Erde mit einem ganz starken Impuls für Eigensouveränität. Ich nenne das Aggressivität. Wer meine Reden kennt, weiß, dass ich Aggressivität in zwei Gruppen einordne. Positiv und negativ. Das, an was wir angepasst werden, ist die negative Aggressivität, die zur Wettbewerbskultur wird. Die positive Aggressivität würde dazu führen, dass die eigensouveränen Ressourcen und Potenziale entwickelt und entfaltet werden. Jetzt sind die Kinder in der Schule und müssen sich an die Schulgewalt. Gewalt richtet sich dann immer gegen die Eigensouveränität, so definiere ich das jetzt. Und an die Anpassung der Eltern, die dann immer strenger und strenger und strenger wird. Kinder werden dann nur noch an Leistungen orientiert, die sie in der Schule erbringen für die Schule und für die Eltern. Denn die Eltern sagen, du musst irgendwas machen, dass etwas aus dir wird. Die haben gar nicht mehr auf dem Schirm, dass aus den Kindern schon längst etwas geworden ist. Da gucken sie ja weg. Ja? Extrem. Wir brauchen keine Nationalstaaten mehr. Denn Nationalstaaten verführen die Menschen zum Nationalismus. Und der Nationalismus verführt die Menschen zu Rassismus. Und der Rassismus ist die Grundenergie aller Kriege. Ich bin mehr wert als der da hinten. Und deswegen klaue ich mir seine Ressourcen. Und das tun wir nicht mehr. Das wollen wir nicht. Und jetzt ist der Mörder in more innocence, but it's not their preoccupation. They purge shitloads of plastic bottles and metal cans that end up in the stomachs of birds agonizing in the sand. They care about them almost as much as they care about you. They only aim to make more money when they break out something new. So they'll tell you, if you care about your health, that they are here. And they'll come out. Wanna get rid of, make it lighter, make it zero. They know, of course, that with their aspartame and coke and booze, they are the reason you're a fucking sick, depressive loser. They'll do whatever it takes. The pride is the same major. Bei mir. Ja. Wir haben jetzt gleich unsere Schweigeminute. Es ist gleich 8 Uhr. Vielleicht kommen ein paar von euch nach vorne, dass wir mal wieder einen Kreis machen können. Dankeschön. Und ich glaube, wirklich, wir können das schaffen. Mein Vorschlag jetzt, wirklich, der neue Vorschlag ist, nicht auf den Finger zeigen da vor die Presse. Nein, berührt sie, sprecht sie an, appelliert an ihr Herz, fasst euch an euer Herz, vielleicht auch nur für euer selber, schreibt mal ein Gedicht nieder, wie geht's mir wirklich, was habe ich in mir vergraben, da ist eine Seele, da ist mehr als euer Verstand, mehr als ihr euch begrenzt, mehr als ihr euch gefallen lasst von den ganzen Menschen, mehr als ihr je dachtet, dass ihr sein könntet, wirklich viel mehr. Da ist Power ohne Ende, wenn ihr es zulasst und wenn ihr das zulasst. Und da ist ein Gedanke vorgeschoben, na, dann bin ich ja Ego. Ich bin nicht hier aus meinem Ego. Ich bin nicht hier, weil ihr mich anguckt. Ich bin hier, weil ich die Welt retten will und daran glaube, dass ich es kann, Mann. Weil ich es kann und ihr auch. Deswegen bin ich hier, weil ich mein Leben lang dafür gestanden habe, dass diese Welt besser sein kann. Weil ich tief in meiner Seele Systeme, Planeten, Welten erlebt habe, wo es schön ist, wo es kein Geld gibt, wo es keine Regierung gibt, wo es keine Staaten braucht. Das sollte unser Ziel sein. Wirklich ein Licht am Horizont, am Ende dieses Tunnels muss eine echte Vision, eine echte Utopie stehen. Ein wirklicher Glauben, eine völlige Neudefinierung der Menschheit. Eine völlige Neudefinierung, was Menschen sein können. Warum? Samstag. Merkel hat mit Putin telefoniert. Angeblich versucht sie, Europa, die EU und Amerika fordern Putin wieder mal auf zu deeskalieren. Frau Merkel hat in dieser Absicht mit Putin telefoniert. Der Konvoi steht weiterhin vor der Grenze. Das Rote Kreuz hat den Konvoi mittlerweile untersucht und freigegeben. Und Samstag, Steinmeier verspricht bei einem Besuch im Irak Hilfe.
inwiefern diese Hilfe, wie die dann am Ende aussieht, ob den Menschen wirklich geholfen wird oder ob eigentlich nur wieder Kriegsgerät verkauft wird, damit Mord und Elend und Totschlag über Menschen gebracht werden kann, weiß ich nicht. In Hannover hatten am Samstag 10.000 Menschen gegen die Gewalt im Irak protestiert. Deutschland hat eine Zukunft und diese Zukunft trägt ihr in eure Hand. Und die Zukunft ist mit den Jugendlichen und wir müssen auch in Politik oder in andere Wege Jugendliche erreichen und denen geben ein Potenzial zu verändern verschiedene Sachen. Ich mache solche Projekte, das heißt talentplattform.org und wir machen zusammen mit Peace und eine Plattform für euch. So, ich werde für euch eine coole Track singen und ich hoffe, ihr genießt euch. Mein Name ist Glim Joel. Okay, let's go like this, a little bit warm. Okay, you ready? Brandenburg Tor. Let's go like this. Okay. Are you here for peace? Let's demonstrate this peace with love and story. Let's go. I see a lot of things going on. I hold this mic and I drop the stage. Everybody moving to a different direction. It's the time for peace and love. Take away the hate. Take away the violence. Take away the murder. Take away the violence. And bring this peace to the world. Yeah, I already know what we talk about. If you feel this music hidden in your soul, wrapping the body, touching your mind, just know that you can make a difference. Clap your hands for freedom, yeah, sound, and make a change. This is the day that you feel this way. Everybody let me hear you say yeah. Und ich habe gesehen bei Facebook, dass Herr Dietz, das ist Journalist, sagt, alle Deutsche lieben diesen Krieg zwischen Palästina und Israel. Das ist Lieblingskrieg für Deutsche. Was für dieser Mensch ist das? Was für dieser Dietz ist das? Was für dieser Journalist ist das? Ich stehe gegen Zionismus hier in Deutschland. Ich stehe gegen Faschismus hier in Deutschland. Da möchte ich noch was anderes ankündigen. Und zwar gibt es von den anderen Mahnwachen in mindestens 3 Städten jetzt auch Meditationsgruppen, ist total langweilig, die immer mittwochs um 19 Uhr meditieren und das greift jetzt so ein bisschen über in, eigentlich ist es so, wenn Leute meditieren, ist es egal, wo ihr seid, wenn sie gleichzeitig meditieren, wird es gleich ein größeres Feld und eine größere Gruppe, die dasselbe machen. Und das heißt also für alle, die erst später Zeit haben, ihr könnt entweder zu Hause oder wo ihr gerade seid, auch mittwochs 19 Uhr meditieren und seid dann synchron mit den anderen Gruppen und die Kontakte zu all dem stehen an der Pinnwand. Was wir brauchen, ist die Stärkung des harten Kerns, derer, die hier jeden Montag stehen, sitzen oder liegen. Dazu soll dieses gemeinsame Lied dienen. Weiter noch die Aufkleber, die Anstecker, die Buttons, blaue und weiße Bändchen an den Händen. Friedenstauben, tragt die Erkennungszeichen auch Dienstag bis Sonntags, nicht nur Montag. So kommt man mit anderen Menschen ins Gespräch und erwartet nicht zu viel von diesen Gesprächen. Mahnwache gebe uns die Kraft, das gemeinsam zu ändern, was wir alleine nicht ändern können.